Der Fuldaer Jugenddialog startete mit einer Auftaktveranstaltung, die das Projekt erklärt. Mit Ideenwänden, Wunschboxen und Ideenkärtchen und einem sozialen Jugendnetzwerk zur Diskussion und Bewertung der Ideen und Wünsche. Mit Plakaten im öffentlichen Raum und an Schulen wurde auf die Internetplattform und auf das Projekt aufmerksam gemacht. Die Presse berichtete kontinuierlich über Neuigkeiten und den Fortschritt des Projektes. Ein Videotrailer sorgte in den sozialen Medien und im offenen Kanal für große Aufmerksamkeit. An Schulen und Jugendtreffs wurden die Jugendlichen motiviert, ihre Ideen an Plakatwände zu schreiben. Die Jugendlichen waren dabei sehr ideenreich und höchst kreativ. So kamen über 700 tolle Ideen zusammen. Alle Ideen wurden abfotografiert, in Themenblöcke zusammengefasst und in das Community-Portal zum Diskutieren und Bewerten gestellt. Ob mit dem Laptop, PC oder Tablet, bewertet und diskutiert wurde überall und jederzeit. Auf der Endveranstaltung wurden dann die Top-10-Ergebnisse präsentiert. Diese werden nun von den Jugendlichen ausgearbeitet und gehen als Anträge an das Stadtparlament. Die Ergebnisse aus den politischen Beratungen werden den Jugendlichen dann mitgeteilt.